Na toll, wir haben 12 Stunden vergeudet und die einzige gute Idee, die wir hatten, war, sie mit der genetisch manipulierten Roboterkatze anzugreifen. Aber das könnte funktionieren. Tschu, 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 tschu. Nein, ich rufe die Bundesbehörde an. Warum? Denn Sal und ich machen diese Hippies fertig. Außerdem wollte ich schon immer mal Undercover-Cop sein. Die DEA wird das jetzt erledigen. Aber Woody, ich... Nein! Ich muss auf alle Fälle vermeiden, dass du das versaust. Du bist einfach viel zu dämlich. Denzel natürlich nicht, ja. Na gut, ich will sowieso nicht Undercover-Cop spielen. Willst du nicht? Aber das ist doch voll cool. Könnt ihr Penner irgendwo anders guter Cop, schwarzer Cop spielen? Ich ruf die Drogenbehörde an. Malloy, was tust du da? Telefonsex, was denkst du denn, du co-abhängiger Schwanzlutscher? Malloy, das ist sogar für deine Verhältnisse fies. Nicht so fies wie deine Mom, die nur schwanger wurde, weil sie in einer Waffelbude die Beine breit gemacht hat. Wieso lachst du da, du Mistschlampe? Netter versucht, dich davonzuschleichen, du Kipplaster mit Titten. Mein Gott, Malloy, was ist los mit dir? Du bist so gemein in letzter Zeit und... Oh, jetzt rammelt er mein Sandwich. Du kannst es gleich wieder haben. Steck deinen Finger in meinen Arsch, dann geht's schneller. Ethel, können wir reden? Entschuldigung, das ist mein Magen. Conny, geht's dir gut? Ja, ich bin nur gerade etwas knapp bei Kasse, hab seit einer Woche nichts gegessen. Kannst du mir Geld leihen? Um was zu essen? Natürlich. Nein, Dummerchen, für meine Telefonhellseherin. Ich rufe dauernd bei ihr an und sie ist ganz schön teuer. Ich leih dir doch kein Geld, damit du es an irgendeine Hellseherin verschwendest. Ich dachte, du wärst meine Freundin, Ethel. Ach, Conny. Das war jetzt meine Vagina. Willkommen, Gentlemen. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Special Detective Vollstrecker Ranger Steve Williams. Ich bin bereit, sämtliche Kampf- und Spionagemissionen durchzuführen, für die Sie mich einsetzen wollen. Ja, Special Detective Williams. So einen wie Sie können wir brauchen. Echt jetzt? Oh ja, wir haben einen Auftrag für Sie. Denzel! Die Bundesagenten sind erst 5 Minuten hier und ich erledige für sie schon eine wichtige Transportmission. Du trägst ihr Gepäck, du Vollpfosten. Ich hab gehört, das musste Robocop an seinem ersten Tag auch. Du willst kein Bulle werden. Glaub mir, Steve, in meiner Familie waren alle Bullen. Mein Vater? Bulle. Sein Vater? Bulle. Dessen Vater? Bulle. Und dessen Vater? Sklave. Aber der hatte auch keine andere Wahl. Das sind aber viele Bullen. Wieso bist du nicht auch einer geworden? Weil sie alle in Ausübung ihrer Pflicht umgelegt wurden. Das sind nur ein paar Hippies, die Gras anbauen. Da muss man einfach nur hinfahren und sie... Oh, das irritiert mich jetzt etwas. Malloy, hör auf, die Tasche zu rammeln! Das ist ein Handkoffer, du Vollarsch! Rede gefälligst nicht so mit mir! Da stimmt doch was nicht! Das ist normal, er ist in der Pubertät. Seine Hoden produzieren Unmengen an Testosteron. Er wird geil und aggressiv. Er wird jetzt praktisch über Nacht erwachsen. Nein, das will ich nicht! Es muss doch einen Weg geben, das zu verhindern. Wo bin ich? Weißt du noch, Kumpel, wie ich dich zum Zahnarzt gebracht habe, um deine Zähne reinigen zu lassen? Oh, meine Eier bringen mich noch um. Sehen aber ganz normal aus. Du hast mich kastrieren lassen? Hey, jetzt bist du nicht mehr so aggressiv und du wirst für immer jung bleiben, genau wie Cher. Ich glaube langsam, du hast mich angelogen, als du gesagt hast, hier draußen wäre ein Freizeitpark. Warum bist du nur so misstrauisch? Erstens habe ich noch nie was von dem Brickleberry Land gehört und zweitens laufen wir die ganze Zeit nur den beiden Typen hinterher. Sie wissen sicher zu schätzen, dass wir Ihnen bei Ihrem Top-Secret-Undercover-Einsatz Rückendeckung geben. Was? Ich hab gesagt, dass ich damit nichts zu tun haben will. Na toll, sieh mal, wer hier ist, unsere zwei Waldbullen, Wichsnase und Schwanzmaul. Ja, verpisst euch. Wenn irgendwelche Bäume bei Rot über die Straße gehen, sagen wir euch Bescheid. Machen Sie das. Bestätigt. 10-4. Jetzt haben wir die Chance, etwas Bullenmäßiges zu machen. Stehen geblieben! Halten Sie sich von dem Schuppen fern. Meine Kumpels von der Drogenbehörde nehmen da gerade ein paar Marihuana-Farmer hoch. Das sind ganz harte Cops. So hart, dass sie nicht mal kugelsichere Westen brauchen. Danke, das war sehr hilfreich. Die müssen einen Tipp bekommen haben.